Hallo und herzlich willkommen bei IDEA TV. In Afghanistan bedrohen die radikal-islamischen Taliban einen Bauunternehmer und seine Familie, weil er eine Soldatenkirche im Feldlager Camp Marmal in Mazar-i-Sharif gebaut hat. Der 32-Jährige erhalte laut Bild am Sonntag Drohbriefe und befinde sich in Lebensgefahr. Denn auf den Bau einer christlichen Versammlungsstätte stehe nach dem islamischen Scharia-Recht die Todesstrafe. Laut aktuellen Erkenntnissen habe sich nun die Vereinigung Pro Asyl eingeschaltet, um dem Unternehmer und seiner Familie zu helfen. Bei den meisten Deutschen steht der Sommerurlaub vor der Tür, doch nur 13% der Deutschen planen in diesem Zuge einen Kirchenbesuch. Das ergab eine Umfrage der evangelischen Nachrichtenagentur IDEA unter rund 2000 Bürgern. Auch bei den Kirchenmitgliedern sieht dies kaum besser aus. Nur 18% der katholischen Befragten und 17% der Landeskirchler möchten ein Gotteshaus besichtigen. Gefolgt von 12% der Freikirchler und 8% der Konfessionslosen. Leitung ist nichts, was etwa angeboren ist, weder bei Frauen noch bei Männern. Davon ist Elisabeth Schoft überzeugt. Sie leitet die Abteilung Marketing und Presse der Fontis AG. Als Führungspersönlichkeit bedauert sie, dass die oberen Etagen nach wie vor von Männern dominiert werden. Die größten Herausforderungen von Frauen in Führungspositionen ist, also eine ist es, zunächst einmal in eine Führungsposition zu kommen. Das ist nämlich gar nicht so einfach, weil man oft Frauen das vielleicht gar nicht zutraut und man sich fragt, und so eine gewisse Skepsis und ein Argwohn dabei ist, na, können die das jetzt? Und sich Frauen vielleicht selber nicht das zutrauen. Schoft ist der Meinung, dass Frauen durch neue Perspektiven und Erfahrungen eine große Bereicherung für die Leitungskultur sein können. Wie man Frauen zu mehr Leitungspositionen ermutigen kann, dafür gibt sie einige hilfreiche Tipps. Es gibt sicherlich Dinge, die man lernen kann, wie man gutes Feedbackgespräch führt, wie man kritikfähig ist vielleicht auch und wie man so eine Teamkultur entwickelt. Und ich glaube, da darf auch jeder ganz individuell sein. Grundlegend sei es wichtig, dass sich Frauen in der Führung ausprobieren dürfen. Auch sollten Männer ihre Kolleginnen fördern und ihnen bewusst mal die Leitung überlassen. Soweit die IDEA TV-Nachrichten. Ihnen noch eine gesegnete Zeit. Tschüss und bis ganz bald.